Herzlich willkommen zurück zu Legend, okay. Und irgendwie ist meine Anmoderation immer gleich beschissen. Wenn ich so sage, oh, und dieses langgezogen, das ist voll bescheuert. Sollte ich mir irgendwie abgewöhnen. Ich sollte mir was Besseres einfallen lassen. Aber egal. So. Ich sage auch eindeutig viel zu oft so. Was mich jetzt gerade nur ein bisschen ärgert, ist, wir haben in jedem Bereich eine Katzenstatue gefunden. Und die hier fehlt noch. Außer in einem Bereich haben wir keine Katzenstatue gefunden. Das ist dann wohl dieser hier. Und wenn ich gleich hier wieder bin, dann kann ich gleich nochmal einkaufen gehen. Als nächstes musst du zur Höhle des dieser Energietrank enthält naja. Bomben. Geh niemals ohne eine Bombe aus dem Haus. Will ich ja nicht, deswegen bin ich ja gerade hier und kaufe mir welche. Okay, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt, den wir nochmal nutzen können. Weil wir wissen jetzt alle nicht, was jetzt passiert. Wir haben die Brücke wieder repariert. Sieht zwar nicht sehr stabil aus, aber was soll's. Warte, junger Krieger. Tulau. Ich danke dir. Im Namen aller Hasen, du hast uns wirklich gerettet. Jetzt sind die Wälder wieder sicher und wir müssen uns nicht länger verstecken. Wir hoffen, dass es dir gelingt und dir der Drache helfen kann, Tak zu finden. Keine Sorge, Jungs. Ich mache mich jetzt besser auf die Jagd nach Tak, bevor seine Spuren verblassen. Macht's gut. Ich schätze mal, dieser Bereich hat nicht mehr viel mit dem vorigen zu tun. Das hätte man mir auch sagen können, denn hätte ich nämlich noch die letzte Katzenstatue gesucht. Ich hatte jetzt nämlich eigentlich gehofft, dass ich die hier irgendwie finde. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass mir so gesehen die Chance darauf jetzt ein bisschen verwehrt wird, weil ich dachte, ich komme jetzt hier direkt zum Drachen-Tai-Chi oder wie der Vogel heißt. Ach, naja. Du hast einen Dämonentrank gefunden, jetzt kannst du ja. Wollen wir den gleich hier anwenden? Das ist ein bisschen schade. Ich hätte sehr gerne das Dämonenportal gefunden. Aber wer weiß, wo das rumhängt. Was ist das denn? Noch so eine verdammte Ratte? Dir werde ich zeigen, du stupiger Kleiner. Wie redet der denn? Warte, ich bin keine Ratte. Ich bin eine Katze. Genau. Und ich Entschuldigung. Bin eine Schlange mit Drüsenleiden. Schluck Feuer, Ratti. Okay. Dieses diese Obelisken führen so dicht zum verborgenen Tor in das Reich der Dämonen. Was für Obelisken? Warte mal. Oh Mann, hör doch mal auf. Was ist denn los mit dir? Ui, das war mehr Glück als Verstand. Machen wir uns da nichts vor. Mann, jetzt habe ich meinen Dämonentrank verschwendet. Und hier kriege ich einen Hinweis, wo das ist. Ah, das ärgert mich ja schon wieder so ein bisschen. Oh, hier gibt's Punkte. Komm, gib mir noch einen neuen Dämonentrank. Bitte sei Kumpel. Herz und Herz. Diese Obelisten. Ne, hier runter kann ich nicht. Ich will jetzt gar nicht das probieren. Gut. Nochmal die Kurve bekommen, würde ich sagen. Was ist denn hier los? Das sieht aus wie eine Küche. Gewürzmischungen. Was ist das?
Du hast einen Lichtschrank auf einen. Halb lang folgt ja das Licht in der Ruhe. Das Licht. Warum sagt man mir das nicht? Dann hätte ich das aktiviert, wenn ich diesen Raum zu Ende erkundet hätte. Jetzt bin ich schon wieder ins Feuer gerannt. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Viel zu erkunden gibt es hier jetzt gerade leider Gottes nicht. Schlund ist Sachen. Ich kämpfe doch auch gegen die Ratten. Schnurrhaar und Schwanz, die Ratten bitten zum Tanz. So, die Punkte nehme ich wie immer mit. Die hier selbstverständlich auch. Ui. Hinter ist nichts. Ey. Hier ist Gold. Kannst du auf die hier auch nochmal schießen? Guck mal, hier bin ich. Die nehme ich doch liebend gerne mit. Die Kiste selbstverständlich auch. Mann, aber reinrennen wollte ich da jetzt echt nicht so. Guck mal, ich bin viel sportlicher als eine Ratte. Was ist los mit dir, Drache? Und dann rennt er weg. Der macht hier erst hier so einen großen Maxen und dann rennt er weg. Was soll ich euch dazu sagen? Hätte ich das eigentlich... Natürlich nicht. Ich wette, hier wäre das Dämonenportal gewesen. Ah. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder so ein Lichtlein. Noch mehr Energie. Sind das wieder so eine hässlichen Kampffische? Ich hoffe nicht. Geld, Geld, Geld. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Ich sollte vielleicht etwas achtsamer mit der Knete umgehen. Könnte sonst doof werden. Natürlich. Okay, man findet auch gar nicht mal so viel Geld. Also man findet schon viel Geld, aber halt immer nur so Pipi-Kram. Gehen wir erstmal nach hier hinten. Wer weiß, was hier ist. Bevor mich diese Spur in die falsche Richtung führt. Oder in die richtige. Also ich hoffe, dass es mich in die richtige Spur führt. Weil hier ist ein Speicherpunkt. Warte, wir gucken uns mal kurz. Nein, hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Also rollen wir uns nochmal. Oh, die Truhe. Oh, ganz viel Magiepunkte. Was bringt das denn, sowas zu machen neben einem Speicherpunkt? Weil, wenn da eh aufgefrischt wird und alles. Lalala. So. Okay, warum haben wir auf einmal wieder so viel Geld? Wir hatten gerade mal nur 200. Das wird echt knapp. So, was ist das jetzt hier? Also finde ich etwa doch hier die letzte Katzenstatue. Da habe ich mich auch vollkommen umsonst am Anfang des Partes aufgeregt. Oder auch nicht. Wie? Optionale Aufgabe. Suche und aktiviere die beiden Katzenstatue, um ein Schwert auszurüsten. Hier gibt's noch eine. Wurde die andere Quest jetzt für immer gelöscht? Kann ich die jetzt gar nicht mehr vollenden? Das würde ich persönlich... Also muss ich ehrlich sagen, ich würde das hier richtig bescheiden finden. Also wenn das die erste Katzenstatue war, dann schätze ich mal, dass wir... Obwohl, ob das die erste ist, können wir jetzt so in diesem Ausmaß gar nicht sagen. Weil wir ja nicht wissen, ob wir schon eine verpasst haben. Wir wissen spätestens, dass wir eine verpasst haben, wenn wir vor dem verschlossenen Tor des Schwertes stehen. Und ich möchte dieses Schwert.
Nichts lieber als irgendwas anderes möchte ich dieses Schwert haben. Also, ich möchte nicht nochmal was verpassen. Sowieso, boah, das nervt mich so sehr. Was ist das hier? Halluzinieren wir jetzt? Ich hoffe, ich kann nochmal zurück in den Bereich. Ich will unbedingt diese Ausrüstung da haben. Also ich war der Meinung, es sah aus wie eine Ausrüstung, aber. Hä? Hör auf damit! Verschwinde, du tippelnder kleiner Nager, bevor ich den alten Flammenwerfer anschalte. Das ist schon mal gut. Das ist weniger gut. Gut, gut, ich brauche kurz mal. Oh, das wäre schon wieder fast nach hinten losgegangen. Nein. Ich habe nichts mehr gesehen wegen der blöden Kamera. Das ist ärgerlich. Die Kamera ist eigentlich, wie ich momentan finde, eins der größten Manko dieses Spiels. Und nur weil ich alle roten Kristalle haben will. Und jetzt wäre ich fast meinen letzten Kristall, hätte ich es noch vergeigt. Ai. So. Was haben wir jetzt hier? Eine Kiste, na bitte. Geld und noch mehr Geld. Na, ein paar Herzen wären jetzt wieder schön, weil dadurch, dass ich das ganze rote Zeug versucht habe einzusammeln. Aufgabe gelöst. Mal, Spitzohr. Ich bin eine Katze, keine Ratte. Was? Oh, Junge, tut mir leid. Dachte, du wärst eine Ratte. Ja, jetzt ist das Licht besser. Wie ich sehe, bist du wirklich keine Ratte. Du bist doch der Bursche, der gegen diese Boarax gekämpft hat, oder? Gut gekämpft, wirklich. Ist bloß gutes Training. Ich suche Tuck. Hast du ihn gesehen? Gesehen? Habe ich ihn fast geräuchert. Ist mir hierhin gefolgt, dieser stinkende Abschaum. Ha, du sagst es. Die haben solche Transformationsamulette, weißt du? Verwandeln sanfte Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster, das sind sie. Mit solchen Typen sollte man kein Spiel treiben. Okay. Aber damit wird Tuck nicht durchkommen. Nicht so lange dieser Katzenkrieger noch Luft holt. Sei vorsichtig, Freund. Viele Tiere haben sich auf Tucks Seite geschlagen. Und Tuck bedient sich der Alchemie. Na klar, ich passe auf. Und kannst du dich bitte um die Hasen kümmern? Darauf kannst du dich verlassen, mein pelziger Partner. Danke. Bis dann. Wow. Tuck ist auf dem Weg in den Sumpf. In den Sumpf möchte ich noch nicht. So, wir haben jetzt ein Problem. Wenn ich das mal so offen und ehrlich sagen darf. Hier geht's, glaube ich, in den Sumpf. Ich glaube es jedenfalls. Hier wäre das Schwert, was wir haben wollen. Wozu wir aber noch eine Katzenstatue finden müssen. Das heißt, im nächsten Part suchen wir die Katzenstatue. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr im nächsten Part von The Legend of Kay mit dabei seid. Bis dahin.